Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon in der Diamant-Edition. Wir befinden uns hier in Sonnewick. Und naja, hier geht's Richtung Siegestraße. Ich weiß nicht, ob über der Siegestraße noch ein Pokémon-Center ist, wo wir das Pokémon wechseln können. Wir brauchen ja unseren Vereinsklaven für die Siegestraße. Aber erstmal packe ich mir einen Schutz drauf. So, dann als nächstes. Das hier ist eine Wasserroute. Da soll Heilhappen nicht so viel ausrichten, aber wir könnten Rosie da einsetzen. Hi. Und dann können wir hier ein wenig noch ein bisschen leveln. Moin, Lumineon. Irgendwie guckt Lumineon immer so mega gechillt. Finde ich irgendwie witzig. Und irgendwie denke ich immer, Lumineon ist Wasserflug, aber es ist nur Wasser. Ist irgendwie ganz komisch. Keine Ahnung, warum ich das denke. Vielleicht, weil es so diese riesen Flossen hat und Mantax auch so riesige Flossen hat und deswegen Wasserflug ist. Aber das liegt ja nicht daran, dass Mantax Wasserflug ist, weil es so große Flossen hat, sondern weil es halt von einem Mantarochen halt, ne? Und Mantarochen springen halt so übers Wasser. Und das machen Lumineon bekanntermaßen nicht. Und deswegen kein Flugtipp für Lumineon. Oh schön, wir haben 8 Orden, sind auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Erstmal ein Baby-Pokémon einsetzen. Läuft. Na, hoffentlich kommt danach das Azumarill. Wenn jetzt noch Merrill kommt, dann schrei ich. Aber hey, so kann Rosie wenigstens ein paar Level wieder gut machen. Na, Gott sei Dank. Die Hoffnung ist noch nicht ganz verloren. Ligatechnisch sollten wir eigentlich so zumindest von den Typen ganz tutti sein. Naja, bis auf Cynthias Knackrack. Das ist immer eine Herausforderung. Da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen leveln müssen. Nicht, dass es uns das ganze Team auseinanderpflückt. Das wäre ja weniger geil. Ich hasse diesen langsamen Surfspeed, ne? Ich finde ihn furchtbar. Ich trainiere auch in einer Arena. Glaube nicht, dass das ein Spaziergang für dich wird. In welcher denn? Ja, bestimmt nicht in der Sonnewick-Arena. Die ist ein bisschen weit weg dafür. Ah, hat auch noch ein Baby-Pokémon. Wieso werden eigentlich neue Baby-Pokémon eingeführt? Wieso wurden überhaupt Baby-Pokémon eingeführt? Ich meine, interessiert es die Leute denn so wirklich, ob gewisse Pokémon jetzt eine Vorentwicklung haben? Interessieren sich die Leute nicht irgendwie mehr dafür, dass sie Weiterentwicklung haben? Ganz seltsam ist das. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie viele Baby-Pokémon Game Freak eigentlich einführen wollte. Also ursprünglich sollte es ja noch Baby-Pokémon zu Vulpix, Vulcano, Knofensa, Mirapla, Paras. Habe ich irgendwen vergessen? Ach, bestimmt. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Ihr merkt schon, es sind deutlich mehr, als wir es tatsächlich haben. Haben sie dann wahrscheinlich auch gemerkt, dass sich da so keiner wirklich für interessiert, ob Vulpix jetzt so eine Vorentwicklung hat oder nicht. Es sei natürlich, es hätte in dieser Vorentwicklung irgendwas Krasses gelernt. Und das stellen dann natürlich auf ein ganz anderes Blatt. Na, klasse. Ah, ich hasse diesen Flugtypen bei Mantax. Wir hätten noch auf Snatchy wechseln können. Aber ich will, dass Hi-Hop mal langsam ein bisschen EP zusammenkriegt.
Easy. So, Steinhagel. Und gut, dass Mantax jetzt nicht die höchste Verteidigung haben. Die sind so mehr gut in der Spezialverteidigung, aber nicht in der Normalverteidigung. So, Level up. Perfekt. Ein Remoraid. Können wir wieder zurückwechseln. Jetzt ist Rosi ja nicht mehr verwirrt. Von dem verwirrt mit Ö. Ach ja, ich liebe diese Ballkapseln, habe ich das schon mal gesagt. Naja, selbst wenn es da oben kein Pokémon-Center gibt, wir müssen ihn noch ein paar Mal zurück. Ich denke nicht, dass wir mit diesen 5 Gigasaugern jetzt noch auskommen. Könnte ein bisschen eng werden. Es sei denn, die haben jetzt alle Mantax. Dann klappt das. Dann geht uns höchstens der Steinhagel aus. Ja, Sachi kann da bleiben. Mein Traum ist es, in jeder Region unter der Sonne im Meer zu schwimmen. Da hat er einiges zu tun. Vor allem, wenn er an Höhen ankommt. Vor dem Kampf tief durchatmen. Oh Gott. Ja, das wird es dann gewesen sein mit unserem Gigasauger. Einmal Gigasauger auf Meryl und Donner auf Wingull. Natürlich treffen wir nicht. Immerhin ist es Meryl schon besiegt. Autsch. Und das war noch sehr effektiv. Nicht noch eins davon. Na, wenigstens sparen wir die Gigasauger-Anwendung. Nee, wir Spukball. Boah, wir können Matschbombe nehmen. Das ist ein 4-Level-Unterschied. Das könnte auch für Matschbombe im One-Hit werden. Ist ja nur ein Winkel. Dieses Geräusch bei Matschbombe. Irgendwie klingt das so lächerlich. Aber Matschbombe ist ziemlich stark. Ist eine der stärksten Giftattacken. Und selbst nach heutigen Standards. Nur ein Morlord. Das wird ein leichtes Opfer für Rosi. So, und Donner auf Enter. Mal gucken, ob wir treffen. Hooray! Wir treffen. Wie schön. Da haben wir doch gleich mal getroffen. Ist ja bei Donner auch keine Selbstverständlichkeit. Und das Morlord ist safe One-Shot bei Pflanzenattacken. Das ist immer im Wasserboden. Das ist doppelt schwach dagegen. Was kommt als nächstes? Ein Pilipper. Das ist mir wieder Matschbombe und Donner ein. Ich glaube, da müssen wir zurück zum Pokémon Center und Gigasauger wieder auffüllen, ne? Ja, das lohnt sich dann, glaube ich, nicht mehr noch weiter voranzugehen. Natürlich treffen wir da nicht. Naja, Matschbombe hat gereicht, da hätten wir auch Spukball nehmen können. Mein Traum ist noch nicht ausgeträumt. Lass dir deine Träume nicht nehmen, Junge. Einatmen, ausatmen. Verfolge deinen Traum weiter. Dass das Surf-Tempo hier immer so
ist. Eines der Dinge, die sie ruhig ändern können im Remake, das Surftempo. Erstmal heilen gehen. Ja, viel besser. Dann haben wir gleich wieder Gigasauger zur Verfügung. Dann kann Rosi noch ein bisschen weiter leveln. Die beiden müssten ja eben gerade ganz gut EP gesammelt haben. Ja, das kann man so stehen lassen. Chief müssen wir in der Siegestraße ein bisschen einsetzen, dass das wieder nachzieht. Naja, nach der Siegestraße gibt es eh erstmal Sonderbehandlung und Sondertraining. Mit den Leveln müssen wir nicht in die Top 4 reingehen. Die zerfetzen uns ja. Aber interessant zu sehen, wie weit wir kommen würden. Die haben wir schon besiegt. Ist hier noch jemand? Da ist jemand. Oh, da geht's nicht weiter. Ach, den haben wir auch schon besiegt. Das war der Doppelkampf hier. Aber da ist noch jemand. Wollte gerade sagen. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber jetzt bin ich ein Reisender. Letztes Mal, als ich nachgeguckt habe, war Reisende noch keine Trainerklasse. Also bist du immer noch ein Schwimmer. Mit einem Tentoxer. Ah, auf Tentoxer können wir keinen Gigasauger einsetzen, weil Tentoxer Kloakensoße eventuell als Fähigkeit haben kann. Die Kloakensoße bewirkt, dass wenn wir eine Attacke drauf einsetzen, bei der wir KP klauen, wie bei Gigasauger, dass wir dann Schaden nehmen, statt uns zu heilen. Und naja. Gigasauger ist halt auch nur neutral, weil Tentoxer Wassergift ist. Also jetzt nichts unbedingt, ne? Was man großartig ausnutzen könnte. Ah, wir könnten auch wechseln. Ich glaube, das machen wir mal. Snatch, mach los mal. Ah, Frühling. Meine Nase zwiebelt. Einfach durchhalten. Es kann nicht noch schlimmer werden. Und das war Tentoxer. Verdammt, da geht's nicht mehr lang zum Item. Wo geht's denn da lang? Taucher geht jedenfalls nicht. Das gibt's hier nicht. Oh Gott, da muss man aber ganz schnell Umweg schwimmen. Das lohnt sich hoffentlich besser. Ist Schutz nicht noch aktiv? Ach so, das ist ein ziemlich hochgeleveltes Tentoxer. Ja, sowas gibt's ja auch. Und hopp. Es ist die TM18 Regentanz. Naja, das hatte sich fast gelohnt. Na, TM gut, Regentanz schlecht. Ja, da müssen wir eben wieder den ganzen weiten Umweg surfen, nur für diese dämliche TM. Ich meine, Regentanz mag eine gute TM sein im kompetitiven. Problem, wir sind hier nicht kompetitiv. Ey, komm her, komm her, komm her. Ich wollte gerade sagen. Ach ja. Einmal ausniesen. Das tat gut. Ja, da setzen wir ja Matschpumpe drauf ein.
Gigasauger wäre nur neutral, dann sparen wir uns den lieber. Die wird jetzt ja wohl nicht irgendwie drei Pilipper haben oder so. Dann können wir auf das Golking jetzt Gigasauger einsetzen, da können wir uns dann gleich noch mitteilen. Perfekt. Geht doch. Mein Bedarf ist gedeckt. Ein Gigasauger? Das können wir vorstellen. Jetzt haben wir einen neuen Schutz draufhauen. Nie ohne meinen Schutz! Und da ist auch noch einer. Oh, ein Barmelin. Wir haben lange keinen Barmelin mehr gesehen. Seit wann haben wir das letzte Mal gegen den Barmelin gekämpft? Das ist Ewigkeit. Das war, glaube ich, in der Weideburg-Arena. So gefühlt. Und das war das Barmelin auch schon wieder. Schon wieder ein Tentoxer. Das machen wir aber mit dem Erdbeben kaputt. Das sollte eigentlich klappen. Das Erdbeben. Dann kriegt Haihappen gleich ein paar EP für die Weiterentwicklung. Ein paar gut schmeckende EP für die Weiterentwicklung, heißt das. Gut, den hätten wir. Mal gucken, was wir hier noch so haben. Hi. Ich kam hier, um die Pokémon-Liga mit eigenen Augen zu sehen. Haben wir uns verschwommen? Geht's da lang? Ich bin gerade so unsicher. Naja. Dann sehen wir uns halt noch ein bisschen um. Und nebenbei können wir die Gelegenheit dann gleich noch mal ein bisschen bei einem Schopf ergreifen und dann will ich leveln. Sollte gegen den ja ganz gut funktionieren. Oh, Engastrodon. Die Ostseite oder die Westseite? Oder die Ostform oder die Westform? Es ist die Ostform. Nein, gar nicht, es ist die Westform. Ich persönlich mag ja die Ostform lieber. Erledigt. Maschok, Maschok, Maschok. Ach, Chief. Du bist zwar auch nur neutral dagegen, aber du kannst da ein bisschen EP für sammeln. Ich meine, wir hätten auch Rosi da stehen lassen können, das war auch kein Problem gewesen, aber wie gesagt, Chief braucht auch mal ein bisschen EP. Jetzt kommt bestimmt wieder der Vergeltungsschlag, ne? Das ist ja so ein bisschen Chiefs ewiger Nemesis. Oh, Chief ist stark genug, um es mit einem Eros zu erledigen. Ich bin schockiert. Nein, wirklich, ich bin schockiert. Daumen nicht ein Item, eine Perle. So, und hier kann man lang surfen. Das kurze Stück kann man sich ja nicht irgendwie an der Wand da entlang hangeln. Ach. Guten Tag.
Der Typ, nach dem ich suche, muss auch auf offenem Meer gut aussehen. Gibt es irgendwelche Leute, die auf offenem Meer plötzlich kacke aussehen? Also für gewöhnlich sehen die Leute auf offenem Meer genauso aus wie auf... Naja, nicht offenem Meer. Verändert sich nicht viel. Ist nicht plötzlich so, dass die Sonneneinstrahlung und die Reflexion vom offenen Meer aus so einem, keine Ahnung, normalen Menschen einen Gott machen? Oder umgekehrt. Oder vielleicht meinte sie auch einfach nur, dass der Typ gut schwimmen kann, muss auf offenem Meer. Das könnte natürlich auch sein. So macht die Aussage ein bisschen mehr Sinn. Dann soll sie aber auch sagen, der Typ muss auch auf offenem Meer gut schwimmen können. Die Ebbe setzt ein. Still bleiben! Polizei! Ich will doch nur kämpfen! Halt! Geht doch. Wusstest du, dass ich einen Bademoden-Wettbewerb gewonnen habe? Jetzt versuche ich einen Wettbewerb für Pokémon für mich zu entscheiden. Und wusstest du, dass Erdbeeren gar keine Beeren sind, sondern Nüsse? Ich meine, woher soll ich wissen, dass sie einen Bademoden-Wettbewerb gewonnen hat? Ich lese sowas nicht. Ist mir auch egal. Hauptsache, wir kriegen ein paar EP zusammen. Und das war Finion. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mal Finion sage. Es heißt ja eigentlich Finneon, weil es von Finne kommt. Also Finne und Neon. Trotzdem sage ich irgendwie Finion, weil ich finde, das klingt niedlicher. So ein kleines, süßes Finion. Standard. So ein paar EP nebenbei tun ja ganz gut. Oh, Volltreffer, nice, nehme ich. Oh, ich glaube, wir sind bald da, ne? Ist hier noch was? Nope. Da ist nichts. Guten Tag. Möchten Sie kämpfen? Also ich habe Bock zu kämpfen. Ich weiß, dass ich surfen kann, aber ich schwimme lieber. Das erscheint komisch, das ist mir schon klar. Naja, wer den Ort nicht hat, der muss eben schwimmen. Ich meine, er kann wenigstens schwimmen. Wir können es nicht. Ich hoffe, das Ding setzt kein Eis dran an. Das wäre ein bisschen doof. Na immer, das ist vergiftet. Ja, wir haben leider nicht die beste Verteidigung. Das merkt man. Und Level up für Rosi. Heuschnupfen. Da sind wir schon. Folgendes. Wir brauchen ein Pokémon mit Kaskade, um da hochzukommen. Ach, ich will doch nur... Ah! Kaskade, da ist es. Tja, Gelb ist das einzige Pokémon, das das lernen kann. Wir können Gelb aber nach der Siegelstraße... einfach wieder Blizzard beibringen. Blizzard ist ein TM, die wir kaufen können. Oder Fokusschuss. Ich glaube, auf Fokusschuss können wir eher verzichten. So. Und dann geht's hier einfach hoch.
Ach, hier will noch ein Pokémon-Center, sehr gut. Dann können wir uns heilen und dann können wir ein Pokémon ablegen und unseren VM-Sklaven wieder aufnehmen. Das ist jetzt tatsächlich so der erste Run, glaube ich, wo wir tatsächlich einen VM-Sklaven benutzen. Wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob wir einen Dingsens brauchen. Jedenfalls machen wir an dieser Stelle jetzt eine klitzekleine Pause. Sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Dann geht's in die Siegelstraße. Und naja, dann geht's auch schon zu den Top 4. Ich geh jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen trainieren. So 1, 2, 3 Level. Mal gucken, ob ich das zeitlich gebacken kriege. Ansonsten gehen wir nach der Siegelstraße trainieren. Und naja, ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, bis dahin und ciao!